Hallo YouTube und herzlich willkommen auf EO2KTV zu einer neuen FIFA 17 Ultimate Team Squad Building Challenge. Lange habe ich keine mehr gemacht und ich habe mir gedacht, da wir uns jetzt dem Ende von FIFA 17 nähern und ich auch nichts mehr in das Spiel investieren werde, außer noch ein bisschen Weekend League, ein bisschen runterspielen, werde ich doch eine große Squad-Building-Challenge noch abschließen, und zwar die Bundesliga-Squad-Building-Challenge mit Robert Lewandowski. Der ein oder andere sagt jetzt vielleicht, Mensch, die 92er lohnt sich doch gar nicht, der 93er ist gar nicht so viel teuer. Ist richtig, aber es gibt ja momentan die neuen Team of the, keine Ahnung, diese K.O.-Runden-Spieler, was es auch schon zur Team of the Group Stage gab, wo eben zum Beispiel der Lacazette drin ist. Und da es diese Karten momentan gibt, habe ich mir gedacht, Mensch, 18 Packs, vielleicht ist ja was Schönes drin und deswegen machen wir mal diese Robert Lewandowski Squad Building Challenge. Und wir werden in diesem Video auf jeden Fall auch alle Päckchen ziehen. Ich habe das natürlich schon mal vorbereitet, also wir bekommen, wenn wir alle 18 abgeschlossen haben, Robert Lewandowski und 25.000 Münzen. Ich habe jetzt, glaube ich, so, weiß gar nicht, was ich hier reingesteckt habe. Könnte man ja ausrechnen, wenn einer Bock drauf hat, kann man das ja ausrechnen. Und zwar habe ich die Teams alle schon mal vorbereitet. Die, weiß ich nicht, kann ich euch mal zeigen, für wen, wer es interessant findet. Hier auf jeden Fall Augsburg fängt an mit Gelios 800, Framberger 300, Hinteregger 500, Guveleo oder wie er heißt 500, 500 Kaiubi, 550 Q, 450 Core, 500 Usami, 700 Schmied, Altindop 450, Kurz 200, ja, das war's. Und das Team können wir absenden. Ich kann dazu sagen, ich habe maximal bei zwei Teams einen Loyalitätsbonus. Ich glaube, das ist Frankfurt und Dortmund. Also, wer Bock hat, ihr könnt das alles so nachmachen, wie ich es hier habe. So, also Augsburg ist schon mal weg. So, ich habe jetzt gar nicht geguckt, was wir da erhalten haben. Dann gucken wir mal die Bayern. Die Bayern waren mit Dortmund. Bayern waren sogar günstiger als Dortmund, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall das teuerste Team. Machen wir weiter mit Sven Ulreich im Tor 400, Rafinha 700, Martinez 6000, Hummels 17.000, Bernat 1200, Joshua Kimmich 1600, Alonso 9500, Costa 5900, Coman 2000, Thiago 6700, ist momentan ein bisschen teurer, weil er auch in diesen K.O.-Runden-Sets drin ist. 16.500 für Thomas Müller und das war's. Eigentlich schon hart, so ein Bayern-Team abzuschicken, vor allem mit Hummels. Ich habe den selber nicht mal bei mir im Team. So, dann die Hertha. Sieht so aus. Thomas Kraft 500. Pekarik 550, Langkamp 800, Stark 950, Baumjohann 400, Skjelbred 550, Lustenberger 550, Haraguchi 850, Darida 700, Stocker 500, Schieber 800. Boah. Ich muss auch dazu sagen, ich habe eigentlich, also Footbin wieder als Vorlage genommen. Ist ja ganz gut, da sieht man schon mal, was das ungefähr kostet. Und auch wirklich versucht, die günstigsten Spieler zu holen. Wenn es dann mal war, dass ein Spieler, keine Ahnung, 800 oder so mehr gekostet, habe ich ab und zu mal einen sauren Apfel gebissen, habe das dann schon gemacht. Aber im Grunde habe ich schon die günstigsten Teams gewählt. So, kommen wir zu Bremen. Hätten wir im Tor den Zetterer 400, 550 für Selassie, 700 Mosander, 550 Caldirola, 550 Bauer, 500 Bartels, 900 Delaini oder wie auch schon, keine Ahnung, 450 Bargfrede, 500 Kainz, 1000 für Pizarro und Clemens Fritz, der Sturmkollege von Pizarro, 450. Ebenfalls dieses Team wird abgesendet. Ja, lädt ein bisschen lang. Ich hatte eben schon mal ein FIFA Disconnect aus Ultimate Team. So, 4 hätten wir schon mal. Dann kommen wir zu Darmstadt. Da hätten wir dann 1300 für Berezovski, 250 Guevara, 600 Gorka, 400 Zulu, Aidogan 250, Gondor 450, Heller 850, 750 Sirigu, 400 für den Fisch, Rosenthal 650, Platte 500 und auch dieses Team wäre damit fertig. So, wo kommen wir jetzt hin? Borussia Dortmund. Teuerstes Team in dieser Squad-Building-Challenge, was natürlich an Marco Reus gelegen hat. Und das sieht dann so aus. 1500 für Roman Bürki, 2900 Lukas Piszczek, Marc Bartra war ich Erstbesitzer,
Aber der ist auch jetzt nicht so teuer, dass das unbedingt was ausmacht. 4.900 so gratis, die 84er-Version. Es gibt auch eine 85er-Version von ihm. 2.700 für Sven Bender. Bei Sokrates muss ich noch dazu sagen, auch er ist ja momentan im Team der Woche, also ist etwas teurer. Dann 1.100 Julian Weigel, 4.600 Mario Götze, 2.600 Gonzo Castro, 1.800 Usman Dembélé. Hier der 80er übrigens, das ist ja schon das Winter-Upgrade. Dann Shinji Kagawa im Sturm als ZÖM hat auch funktioniert, 2.200. Und Marco Reus, 68.000. Wenn man sich mal überlegt, was ich für meinen Marco Reus bezahlt habe, ist das schon echt, ja, sensationell. So, hätten wir auch Premium-Goldspieler-Set, kriegen wir dafür für Borussia Dortmund. Dann kommen wir zu Eintracht Frankfurt. So, und da seht ihr schon, gehe ich gleich drauf ein, Lindner 1000, dann 900 für Chandler und hier Hasebe ist einer meiner Weekend League Monatsbelohnung. Brauche ich nicht, ich habe Sokratis und Boateng in der Innenverteidigung und dann noch den Fatmes Toprak, also keine Verwendung für ihn, deswegen kann ich den ganz locker abgeben. So, dann Marco Rus 500, Valeo 850, Otschipka 550, Mascarell 700, Fabian 550, Besuschkow 400, 750 für Taraschei oder Taraschatsch, keine Ahnung. Jeder weiß, wer gemeint ist. 1000 für Alex Meyer. Und ja, auch das war Eintracht Frankfurt. So, was gibt's da für seltenes Goldset? Ich bin ja mal gespannt und hoffe, dass wir wenigstens ein kleines bisschen Packluck haben. Also es wäre schon wirklich lächerlich, wenn es bei 18 Packs kein einziges Mal was einigermaßen Gutes dabei ist, um das ein bisschen refinanzieren. So, dann haben wir hier den HSV im Tor, Spalch 700, dann Ronstadt 400, Mafrey 500, Reis 450, Santos 600, Feka 650, Porat 350, 450 Ekdal, Köhlert 850, 500 für Aaron Hunt, 450 für Lasogga. Das wäre der HSV. Gibt es ein Premium Goldset, ein Jumbo Premium Goldset sogar. So. Was haben wir denn noch jetzt hier? Hoffenheim. Sagen, ich habe das jetzt, ich glaube, 4 Stunden habe ich den ganzen Kram hier gemacht. Also dann hier Hoffenheim 1000 für Baumann, 400 für Rupp, Scher 550, Hübner 500, Bicacic 450, Ochs 450, 450 für Polanski, 400 für Amiri, 400 Schwegler, 450 Wagner, 450 Uth, 1000 für Baumann. Gut, den hatten wir schon. Aber relativ günstig war Hoffenheim zu absolvieren. So, was gibt's dafür? Noch ein Jumbo Premium Goldset. Also eigentlich schon krass, wenn man mal überlegt, dass Hoffenheim jetzt nicht so teuer war. So, dann kommen wir Ingolstadt. Ingolstadt war, glaube ich, so mit das teuerste Team nach Dortmund und Bayern. So, 450 Hansen, dann 2.900 für Harder, Gnojai oder so. 700 Christiansen, 700 Cohen, 450 für Matip, 5.100 für Suttner, 450 für Roger, 500 für Groß. Lex für 650, Lechano 4.200, Kittel 3.400 und Det Voice. Auch diese Herrschaften bringen mir dann hoffentlich Glück. Was gibt's dafür? Ein Premium Gold Set, okay. Dann kommen wir zum ersten FC Köln. Mensch, wie schnell das hier geht, das abzuarbeiten. Ich wünschte, das wäre vorhin so schnell gegangen. Hätten wir im Tor 600 für Sven Müller, 500 für Lukas Klünter, 400 für Fredrik Sörensen, 400 für Marot, 450 für Heinz, 400 für Bittenkourt, 450 für Jojic, 450 für Lehmann, 500 für Risse, 950 für Osako und 1600 für Gourassi. Ich hoffe, der ist so richtig ausgesprochen und weg damit. Ich habe ja gesagt, ich habe mir, ich weiß nicht, bei WWE habe ich das gesagt, dass ich mir eine neue Lampe gekauft habe. Diese Lampe war aber ein Fehlkauf. Die ist so hell, dass ich gar nichts mehr sehe. Deswegen, sorry, wenn es so ein bisschen dunkel ist. Nächstes Mal wird es dann besser. Ich muss die Lampe nur mal irgendwie richtig einstellen. So, Leverkusen machen wir weiter. 400 für Niklas Lomp, 500 für Jedwai, 750 für Hilbert, 1300 für Dragovic, 900 für Bailey oder so. 750 Aranguiz, 800 für Baumgartlinger, 900 für Brandt, 450 für Memedi, 650 Jutschenko, 550 Stefan Kießling und das war's. Auch diese Herrschaften. Auf Wiedersehen. Was gibt's hierfür? Premium Goldspieler Set, okay.
So, wo sind wir denn zu Hause hier? Mainz 05. Machen wir weiter. Im Tor für 350 Florian Müller, dann Brosinski 1100, 450 Stefan Bell, 500 Balogun, 550 Busmann, 700 Serdar, 500 für Gebamim, 500 für Latza, 500 für Fabian Frei, 550 für Muto und 600 für Berggren. Auch wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag. Macht's gut, Mainzer. So, was gibt's dafür? Noch ein Jumbo Premium Gold Set. Also, eventuell haben wir ein bisschen Glück. Mönchengladbach. Hätten wir im Tor 1000 der Nikolas, 900 für Korb, 600 für Strobel, 900 für Janschke, 550 für Christensen, 600 für Jonas Hofmann, 500 für So, 550 für den Herrn Kramer, 1000 für Schulz, 600 Drimmitsch und 1000 für Thorgan Hazard. So, auch diese Herrschaften sind nicht mehr Teil meines Teams. Prime Electrum Spieler Set. Ich weiß noch nicht, was dieses Electrum so tolles ist. Wenn das einer von euch weiß, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. So, dann hätten wir Red Bull Leipzig, Rasenball Leipzig. 850 für Gulaschi, 300 für Gibson, 350 Redemann, 800 Orban, 300 für Strauß, 400 für Keita, 1100 Demme, 250 Touré, 600 Forsberg, 200 Martinez, 350 Fechner, 850 Gulagi, den hatten wir. Auf Wiedersehen, Leipziger. Elektrum-Spieler-Set. So, dann kommen wir zu den letzten dreien, wenn ich mich nicht verzählt habe. Im Tor bei den Freiburgern 1100 Schwolow, 1600 Kübler, 2100 Gulde, 900 Schuster, 750 Philipp, 2100 Bulut, Haberer 950, La Prévot 1300, 450 Griffo, 450 Petersen, 700 Fallein. Und das war's auch mit den Freiburgern. Und tschüss. Gibt's ein Premium Gold Set? Weiß jetzt gar nicht, was das für eine Größe ist oder was das für einen Wert hat. Dann kommen wir zum vorletzten Team, den Schalkern. Die waren gar nicht so teuer, war ich eigentlich ein bisschen erstaunt. Da haben wir auch hier, konnten wir ein ZDM als Torwart nehmen. Stamboli 450, 500 Uschida, 1100 Nastasic, 1000 für Badstuber, 1000 für Kolasinac, 450 Aogo, Schöpf für 600, Choupo-Moting 650, Bentaleb 500, Burgstaller 900 und Di Santo 600. Auf Wiedersehen, liebe Schalker. Und dann kommen wir schon zum letzten Team. Mensch, das geht ja eigentlich relativ schnell. Ich hätte gedacht, da sind wir länger mit dran. Der VfL Wolfsburg, letztes Team. Im Tor Benaglio 600, 800 für Tresch, 400 für Saar, 450 für Knoche, 500 für Wollscheid, 500 für Gerhard, 350 für Kondé, 450 für Bruno Henrique, 1800 für Entebbe, 1000 für Mali, 900 für Stolze. Und das war's. So, Leute, und damit müsste es abgeschlossen sein. Wir kriegen noch ein Jumbo Premium Gold Set dafür. Und die Bundesliga ist abgeschlossen. Eigentlich war ich dazu verpflichtet, da ich ja eigentlich zu 95% nur mit Bundesliga-Teams gespielt habe. Robert Lewandowski ist uns. Sehr, sehr schöne Karte. Da hauen wir auf jeden Fall wahrscheinlich einen Hunter drauf, damit er nochmal ein bisschen schneller ist. Aber im Allgemeinen sollte er wohl dann doch etwas besser sein als der Herr Cavani, den ich jetzt so gefeiert hatte. So. Den packen wir mal schön in die aktive Mannschaft. Nehmen wir mal hier Mkhitaryan raus. Den Walkout vom letzten Mal in den Verein. So, Robert Lewandowski ist uns. Und dann geht's jetzt ans Pack-Opening, liebe Freunde. 79.550 haben wir, also wir haben auf jeden Fall schon wieder 25k bekommen. Und jetzt gibt's 18 Sets zum Öffnen. Schön ist, glaube ich, es war kein Silberset dabei, es sind nur Goldsets hier am Start, was sehr, sehr cool ist eigentlich. So, aber oft was, wo nur 12 drin sind. So, dann legen wir mal los. Ach komm, das 24er. Ach komm, doch. Machen wir so, wie es hier ist. Jumbo Premium Goldset. Drei seltene sind nur drin, wir sind gespannt. Das ist kein Walkout, das sehen wir schon. Eine kleine Sternschnuppe. Das kennen wir ja. Balde Diao.
Das ist der Spieler, wo ich heute noch zu NDB 2003 meinte, der kriegt garantiert einen Inform, weil der ein richtig krasses Spiel gezeigt hat in der Serie A. Gut, 80er ist jetzt nicht das, was wir uns erhofft haben, aber hier Hoffenheimer, also das könnte alles schon mal klar gehen für ein paar Squad-Building-Challenges. So, die Verträge, die tue ich mir auf jeden Fall in den Verein packen. Allein dafür hat sich das für mich eigentlich schon gelohnt. Weil ich ja diese Verträge sowieso brauche. So, komm, das kommt alles mal in den Verein. Ach, guck mal, 1000 Münzen sind auch noch da. Das Trikot von Darmstadt. So, erstmal das hier markierte an Verein. So, die Münzen. Objekt einlösen. Dankeschön, nehmen wir gerne mit. Können mal gucken, ob hier von... Ja, das wird wahrscheinlich jetzt zu lang, wenn ich das hier... Ja, 1400. Na gut, aber das ist schon mal okay. Was? Was ist denn da los? Ach, guck mal, vielleicht kriege ich ja richtig was für den, wenn denn ich... Ich setze den mal hier für 9900 rein. Vielleicht bringt das ja was. Vielleicht kauft den ja einer. Gibt's bestimmt irgend so eine krasse Squad-Building-Challenge. Ah, das kann sein, wegen Conte bestimmt. Oh, da haben wir vielleicht nochmal richtig Glück hier wegen diesen ganzen, wegen dem, weil Conte ist da irgendwie Premier League Spieler des Jahres geworden. Komm, das gucken wir jetzt nicht nach, die tun wir alle einfach mal so auf die Transferliste. Für euch sowieso interessant, ihr wollt doch sowieso nur Walkouts oder sowas sehen. So, die zwei Trikots, die können wir hier direkt für 89 Münzen verkloppen. So, dann kommen wir zum nächsten Premium Gold Set, auch kein Walkout. Gottes Willen, was ist das denn? Ja, schönen guten Tag, Jaja J. Bist du was wert? Du bist da auch irgendwie, du hast so eine... So ein spezielles Logo. Nee, nix wert. Also die packen wir alle mal in den Verein. Quatsch, auf die Transferliste, um Gottes Willen, dann Verein. Das kommt in den Verein. Hier die Fitnesskarte. Keine Ahnung, die Bälle sind mir eigentlich Wumpe. Komm. Alles mal auf die Trans. Nee, komm, alles. Weg damit. Weg damit. Brauche ich nicht. So, Premium Gold Set. Ich habe gerade schon gedacht, das könnte ein Walkout geben. Aber, die Server sind momentan einfach total überlastet. Rukavina, der hat mal bei Dortmund gespielt. Guten Tag. So, ein paar Verträge wieder. Oh, eine Hawk-Karte, das ist gut. Die benutze ich nämlich immer. So, ihr kommt mal auf die Transferliste. Ist das hier eine Fitnesskarte? Keine Ahnung, die könnte vielleicht auch noch ein bisschen was bringen. Ich frage mich mal, wer diese Leute sind. Wer sich da abfotografieren lassen hat. So cool, wie die immer aussehen. Diese Trainer oder was das ist. So, nächste. Vierens und Jumbo Premium Gold Set. Komm. 7 seltene. Kein Walkout. Alter, was nicht. Jawohl! Ja, Mann! Ja, gut, der ist jetzt nicht gut, aber immerhin, wir haben eine. Wir haben hier so eine Team der Woche-Karte mal wieder gezogen. Sehr cool. Haben wir noch Strothmann Milner? Timo Werner? Was ist die denn so wert hier? Wahrscheinlich eh nur Abschlusspreis. Oh, 20.000? Sehr geil. Sehr, sehr geil. Damit haben sich ja auf jeden Fall schon mal ein paar Teams refinanziert, die wir hier so gemacht haben. Komm, das ist wahrscheinlich egal. Milner ist vielleicht ein bisschen was wert wegen Conte, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Also ich mache mir nur so Stichproben. Ja, komm, 1700 ist okay. Den hauen wir auch mal auf die Transferliste. Hier müssen wir jetzt wirklich darauf achten, dass wir... möglichst wenig Verlust machen, weil wir haben jetzt so viel Kohle hier investiert. So, Werner ist nix wert, hätte ja sein können. So, die Verträge. Ah, das ist gut. Also ich glaube, ich muss mir bis zum Ende von FIFA 17 keine Vertragskarten mehr holen. Oh, RF zu RS ist, glaube ich, auch teuer. So, markierte an Verein. Ich weiß gar nicht. Eine Anker-Karte ist auch nicht so verkehrt. Die kommt auch mal an Verein. So, das... Oh Gott. Transferliste.
Komm, so eine Cat-Karte auch auf die Transferliste. Was haben wir hier noch? Ach komm. Beides auf die Transferliste. Man kann es ja mal probieren. Vielleicht will das ja einer haben, weil ich denke, Mensch, geiles Trikot. So, Jumbo Premium Gold Set, das nächste. Kein Walkout. Ah, kleine Sternschnuppe. Das ist doch enttäuschend. Das ist eben so eine geile Karte. Ach, guck mal, der Herr Butland. Der Herr Butland ist am Start. Oh, sind ein paar Spieler. Da gucke ich jetzt keinen. So, das schon mal auf die Transferliste. Heilungskarten sind gut. Also, auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, Mensch, so geile Sachen habe ich ja gar nicht gezogen. Schalke-Trikot. Ihr müsst auch hier diese Vertragskarten mal mit zusammen addieren. Weil ich brauche die eben, weil ich spiele ja nur mit einem Team. Und daher. Komm, das wird schnell verkauft. Da ist das für mich schon gar nicht so schlecht. So, nächstes Jumbo Premium Gold Set. Auch kein Walkout. Ach, wieder so eine kleine Sternschnuppe. Ja, ein Spieler von Arsenal London, El Neni. Ja, aber gut, ein 77er Spieler. Das ist schon eigentlich. Ich weiß gar nicht, sind das die Packs, die ich immer bekomme, wenn ich Weekend League spiele, wenn ich Gold 2 hole? Mal hier so einen Franzosen kann man doch vielleicht brauchen, hier für die Conte Challenge. Weiß ich, nee, irgendwie doch nicht. Oh Gott, ey, meine Transferliste ist bald voll. Sarioglu. Also eventuell müssten wir dann einen Break machen. Dass ich da erstmal ein paar Sachen verkloppe. West Ham United. Ey, sowas will doch keiner haben hier. Sowas will doch keiner haben. Was ist denn das? Die russische Liga, ne? So, Jumbo Premium Gold Set. Nächster Versuch. Komm schon. Auch kein Walkout. Alter! Ja, Mann! Oh nein! Na gut, das ist eine Special Card. Das ist gut, aber ich weiß, dass Berg nichts wert ist. Ich habe das bei Montana Black schon gesehen. Der hatte nämlich gezogen. Der hat zum dritten Mal Messi gezogen. Und eben auch diese Karte dabei. Und er hat schon gesagt, die braucht man gar nicht auf die Liste stellen, weil die sowieso nichts wert ist. Die kauft kein Mensch anscheinend. Und ich glaube, er hat verdammt nochmal recht. Vor allem der Startpreis ist 15.500. Den können wir direkt verkloppen hier. Schnellverkauf. Ja, aber das ist doch geil. Wir haben schon mal zwei Special-Karten hier gezogen. Also die uns schon mal mindestens 35k reingespielt haben. Und dann hier sowas darf man natürlich auch nicht vergessen. Markiert auf Transferliste. Haben wir noch hier? Oh, ich sehe das, weil die Kamera da im Weg ist. Ich muss mir da echt mal was einfallen lassen, ich Idiot. So, ZM zu Z. Nee, ZOM zu ZM. Die wird wahrscheinlich auf die Transferliste landen. Architekt. Jo, komm, die geht auch mal an den Verein. Ach, guck mal, das Logo von AC Florenz, was ich gespielt habe letztes Mal. So, das kommt auf die Transferliste. Das können wir auch mal draufpacken. Das ist ein interessantes Logo. Vielleicht steht da ja jemand drauf. So, der Rest. Weg damit. So, dann kommen wir seltenes Goldset. Das ist auf jeden Fall was, was ich bei den Rewards bekomme. Daran erinnere ich mich. Da haben wir zwei Stück jetzt von. Da habe ich mal Thiago Silva gezogen und. Ah, das ist gar nichts. Ein spanischer Torwart, ja. Weg. Es lädt ewig. Jetzt geht's. So, alle Verletzungen. Das lohnt sich richtig hier, die Dinger. Gut, LS, das brauche ich jetzt nicht. Weiß ich nicht, das Juventus-Stadion, kauft das vielleicht einer? King Abdullah Sport City, komm. Auf die Transferliste. Jetzt haben wir nur noch 31 Slots hier auf. Wir haben noch 10 Packs. Ich glaube, das wird langsam eng. Komm, machen wir mal seltenes Goldset auf. Ja,
in Schwede. Das war nicht gut. Wern Blom. Osako, den habe ich ja gekauft für die, also, oh geil, drei Team-Fitness-Karten. Also das ist auf jeden Fall schon mal fett. Ich werde mir wahrscheinlich für die kommende Weekend League keine Team-Fitness-Karten holen müssen. Verträge auch auf jeden Fall nicht. So, die Anfield Road ist mit dabei, markierte an Verein. Ich glaube, das kann ich mir eigentlich schenken. Das kauft wahrscheinlich jetzt zu dem Zeitpunkt. Keiner braucht doch jetzt mal die Anfield Road. Ha, und du wirst abgeschossen für 58 Münzen. So, Goldspieler-Set. Ein Seltener nur drin, also können wir uns ein... Das wird ein Shitpack. Immerhin ist der seltene Spieler. Masina. Ich weiß echt nicht, was das wert ist. Ich werde euch auf jeden Fall nochmal ein Feedback zukommen lassen, was mir diese ganzen so gebracht haben. Jetzt haben wir nur noch 14 Slots frei. Mann, das wird eng. Gucken, ist hier nur was Großes dabei? Nee. So, komm, nächstes. Das ist ein Walkout, oder? Das ist ein Walkout. Wir haben einen Walkout. Belgische Flagge. Courtois. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Wir haben einen Walkout dabei. Alter, ist das fett. Wir haben einen Walkout, wir haben einen Walkout, unseren fünften Walkout. Da machen wir direkt mal ein Foto von. So, was bringt denn der gute alte Herr Courtois? Sehr, sehr nice. Ohne Scheiß. Ich bereue diese Squad-Building. Guck mal hier, 28k bringt der Nummer safe. Bereue ich kein bisschen gemacht zu haben. Das hat sich ja schon fast zur Hälfte refinanziert. Ah, jetzt wird es aber, glaube ich, langsam eng hier. So, die markierten auf die Transferliste. Ich hoffe, das klappt noch. Zwei Slots haben wir frei. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal einen kleinen Break und dann gucke ich mal in der Zeit, welche Spieler ich abstoßen kann und welche ich auf die Liste setzen kann, weil dann haben wir wieder ein bisschen Platz und dann geht's weiter. Also, bis gleich. So, meine Freunde, da sind wir wieder. Oben seht ihr, 104.000 sind es mittlerweile. Es sind einige Coins schon mal oder ein paar Coins zusammengekommen. Ich würde aber sagen, wir machen hier mit dem Pack-Opening direkt mal weiter. 7 haben wir noch. Bis jetzt bin ich eigentlich, ja, recht zufrieden. Wäre natürlich geil, wenn noch ein blaues Kärtchen dabei ist, aber wir haben immerhin schon mal einen Walkout gehabt, deswegen können wir nicht meckern. Wen haben wir hier? Ah, kleine Sternschnuppe, also das ist jetzt nicht so der Knaller. Rechtes Mittelfeld. Usman Dembele, sehr schön. Bei dem weiß ich, der bringt auch noch mal ein bisschen was, weil den habe ich ja auch in der Borussia Dortmund SBC verwendet. So, gleiches Spiel. Die kommen alle direkt auf die Transferliste. Das dauert jetzt hier zu lang. Sehen nicht bei den Rewards. Das sind ja ein paar Packs mehr. So, nächstes. Premium Goldspieler Set. So, hier. Ja, kleine Sternschnuppe. Ich glaube, hier brauchen wir eigentlich gar nichts erwarten. Ja. Wir schon sehen Kolumbien. Dann irgend so ein Hundelogo. Wright Phillips. Jajere oder wie er heißt. Den habe ich da eben schon mal gezogen. So, den habe ich, glaube ich, ihm auch schon mal gezogen. Aber gut, was soll's, was soll's. Es gibt ja nur ein paar Spiele hier bei Ultimate Team. Da kann es ja mal passieren, dass man direkt danach wieder den gleichen zieht. Prime Goldspieler Set. Schauen wir mal, was wir hier bekommen. What the fuck? Kevin Trappmann. Alter, wie geil ist das denn? Der bringt auch ein paar Coins. Hammer. Yes, ey. In so einem Scheißpack. Mal noch. Casillas, Nuri Sahin. Alter, 3 Inform. 22.700, da meckern wir nicht. Die nehmen wir mit, Leute, ey, ohne Scheiß. Das hat sich echt fast refinanziert hier alles. Ich habe jetzt, glaube ich, für den 92er Lewandowski so viel bezahlt, wie man für den normalen bezahlt. Also, coole, coole Sache. Hier Freiburg. Oh, warte mal, das gucken wir uns mal an. Markiert auf die Transfers. In Freiburg gucken wir uns an. Ich weiß nicht, die Freiburger waren somit die teuersten Spieler in der Squad-Building-Challenge. Was wir auch hier sehen. Also der gute Mann bringt uns ein bisschen was. Komm, der hauen wir mal direkt mit 1400 drauf.
Alter, ist das geil. Macht ja richtig Bock hier. Also ich glaube, jetzt wird nicht mehr viel kommen. Jetzt haben wir hier noch mit seltenen, zumindest einem seltenen Elektrum-Spieler-Set. Ja, das war zu erwarten. Spieler von Stuttgart in Suhr. Aber ja, die Silbernen, die können vielleicht auch noch ein bisschen was bringen. Also schauen wir mal. Nein, die Transferliste ist schon wieder voll. Ey, ich krieg einen Föhn. Müssen wir nochmal einen Break gerade machen. Also Leute, ich mache nochmal gerade Pause. Wir sehen und hören uns dann gleich wieder. So, mir ist eingefallen, ich kann die Spiele auch einfach in meinen Verein reinklatschen. Also von daher machen wir es dann so. Ich würde sagen, wir kommen zum Elektrum-Spieler-Set Nummer 2. War auch zu erwarten, dass das jetzt nichts Großartiges wird. Ja. Hey, was lädt das so lang? Na, hier ist nochmal Ramon. Kraft ist dabei. Der ist auch ein bisschen was wert durch die Squad-Building-Challenge. So, Elektrum-Spieler-Set. Mit drei seltenen, aber auch das ist jetzt nicht so der Kracher. Ja, AC Mailand, Lapudala, nee, Lapadula. Oh, der Grey, den habe ich mal als Monatsbelohnung bekommen. Tutte, das ist der geilste. So, und dann kommen wir zum letzten, wo wir nochmal sechs seltene Spieler bekommen. Vielleicht kommt hier noch was, aber ansonsten können wir echt zufrieden sein mit dem, was wir hier rausgezogen haben. Kein Walkout, das steht schon mal fest. Kleine Sternschnuppe. Okay, da müssen wir halt mit leben. Aber hier? Lalana. Ich glaube, Lalana ist noch mal ein bisschen was wert. Ja, gucken wir mal. Zumindest war der mal was wert. Ich gucke gerade mal eben. Roman Bürki ist auch noch mal dabei. Kolasinac ist dabei. Das ist sehr gut. Da kriegen wir auch noch mal ein paar Coins für die Squad Building Challenge. Lalana gucken wir gerade mal. Auf Fabbin nach. Oh, Lalana bringt immer 3.300, also nicht schlecht. Das ging doch nochmal. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben hier locker Robert Lewandowski den Preis jetzt gezahlt, den der 80er kosten würde. Also für den 92er, den der 80er, den der 90er kosten würde. Deswegen, für den 92er können wir nicht meckern. Wir hatten Walkout. Wir hatten jetzt drei oder vier Team der Woche Spieler. Ich weiß, ich leider keinen blauen, aber ist okay. Ich bin wirklich meinen Erwartungen übertroffen worden, weil, wie gesagt, wenn ihr meine Rewards kennt, da wisst ihr eigentlich, dass ich nur Scheiße ziehe in letzter Zeit. Deswegen, das ist sehr, sehr cool, das freut mich richtig. War jetzt zwar nicht so der Überspieler dabei, aber hier Walkout mit Courtois finde ich schon sehr, sehr schön. Ja, ich würde sagen, das war's dann jetzt mit diesem kleinen Robert Lewandowski Squad Building Challenge Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir ruhig was in die Kommentare. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, auf meinem Kanal gibt es eine Menge FIFA, gibt es eine Menge WWE. Jeden Tag zum Beispiel ein neues, um 12 Uhr gibt es ein neues WWE 2K17 Karrierevideo. Und eben jede Woche das Pack-Opening meiner FUT Champions Weekend League Rewards. Also, wenn ihr Bock drauf habt, würde ich mich über ein Abo freuen. Ich bin jetzt an dieser Stelle raus. Bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.